Freunde, ich bin gerade wach geworden, deswegen verzeiht es mir bitte, wenn ich vielleicht noch nicht ganz so frisch aussehe. Ich konnte die ganze Nacht nicht pennen. Ich war, glaube ich, locker bis 3 Uhr morgens wach, weil mein Nachbar einfach so laut Musik gehört hat. Natürlich bin ich dann irgendwann hingegangen und meinte, hey, guck mal auf den Tacho. Was soll das? Mach mal Musik leiser. Aber irgendwie, keine Ahnung. Kennt ihr das? Irgendwann schiebt ihr so Paranoia, dass gar keine Musik mehr läuft, aber ihr bildet euch ein, dass sie immer noch am Laufen ist? Genau diesen Effekt hatte ich. Und das hatte halt zur Folge, dass ich nicht schlafen konnte, bis 3 Uhr morgens wach war und heute Morgen leicht, ganz leicht müde bin. Aber ihr wisst Bescheid, Always Vlogging ist am Start und ich komme immer noch nicht auf mein neues Objektiv klar. Geisteskrank, Leute. Heute steht eine Menge auf dem Programm. Ich muss ins Office. Danach werde ich auf jeden Fall zu Erdem fahren, denn es ist endlich soweit. Er zieht an diesem Wochenende um und natürlich versuche ich ein bisschen zu unterstützen. Da werde ich euch auf jeden Fall noch mitnehmen. Aber erstmal würde ich vorschlagen, dass ich mir was zu essen mache. Ich gönne mir jetzt erstmal hier mein Frühstück, aber bevor ich das mache, ist gestern Abend noch ein Paket bei mir angekommen, Leute. Und ich weiß, ich wollte mir 2018 nicht mehr so viele Dinge kaufen, aber es war ein Stil. Ganz ehrlich, es war ein Stil. Es war, glaube ich, von 745 Euro auf 220 reduziert. Und ich weiß, dass 220 immer noch viel Geld ist für das, was ich mir gekauft habe. Aber wenn man das mal in Relation mit dem eigentlichen Preis setzt, dann hat man, glaube ich, so über den Daumen gepeilt 70% gespart. Und das ist doch ein Stil, oder? Wenn ich mir ein Haus für 300.000 kaufe und das kostet eigentlich 1 Million, ist doch eigentlich ein Stil. Und wenn ich mir irgendwas für 3 Euro kaufe, es aber 10 gekostet hätte, ist es auch ein Stil, Leute. Es kommt nicht drauf an, wie viel Geld es ist, sondern wie viel Prozent man spart. Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare, ob ihr das auch so seht oder ob ihr das vom Preis abhängig macht. Wie ihr vielleicht sehen könnt, kam das Paket oder habe ich die Bestellung bei Farfetch gesetzt? Gesetzt? Leute, es ist noch früh am Morgen, bitte verzeiht mir. Oh, diese Pakete aufmachen, ne? Ey, Leute, ey. Ich habe mir extra hier schon so ein Messer gekauft, aber irgendwie kriege ich das immer noch nicht geschissen. Okay, und was kommt uns hier entgegen? Erstmal eine Tüte, ja? Eine YouTube-Beutel, würde ich schon fast sagen. Das könnten wir vielleicht noch gebrauchen, denn ich bin mir in der Tat nicht sicher, ob das gute Stück passen wird. Was haben wir hier Schönes? Eine Jeans, Leute. Ich habe mir eine Jeans gekauft und ich zeige euch jetzt einfach mal das Design. Und dann schreibt ihr mir, wie ihr diese Hose findet. Wir haben mehrere Jeans-Muster in einer Jeans verbaut. Könnt ihr das sehen, Leute? Vorne komplett anders als hinten. Und die Hose hat mir richtig gut gefallen. Sie ist von Alexander McQueen. Kostet, wie gesagt, eigentlich einen Haufen Geld. Ich habe die jetzt stark reduziert für 220 gekauft. Immer noch viel Geld, Leute. Bitte versteht mich nicht falsch. Die ist ein bisschen crop vom Fitting. Ich kann euch auch gerne nochmal ein Bild einblenden, wie das Ganze ausfällt. Und falls die noch verfügbar sind, dann ist der Link, wie immer, Leute, unten in der Beschreibung. Wie soll es auch sonst sein, Leute? Die Hose oder die Jeans passt natürlich nicht. Warum denn auch, Leute? Man kauft sich ja auch etwas, damit es nicht passt. Ist halb so wild. Das bedeutet eigentlich, dass ich wieder ein bisschen mehr Geld habe, die ich in andere Sachen investieren kann. Leute, nein, Spaß beiseite. Wie ich bereits erwähnt hatte, versuche ich ein bisschen meine Kaufintensität runterzuschrauben. Und da die Jeans mir leider nicht passt, habe ich mir sogar ein Piece weniger gekauft. Aber ich muss sagen, gäbe es die noch in meiner Größe, dann hätte ich mir die auf jeden Fall nochmal bestellt. Gibt es allerdings leider nicht. Wie erwähnt, hatte ich die ja bei Farfetch gekauft. Und eine Nummer größer kostet da irgendwie 450 Euro oder so. Und ich sehe einfach nicht ein, für dieselbe Hose in einer Nummer größer fast das Doppelte zu zahlen. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen lasse ich es einfach damit. Und Leute, bleibt immer wachsam, geduldig und irgendwann kommt der Tag, zack! Da könnt ihr zuschlagen und bekommt das Piece, was ihr haben wollt oder was ihr schon länger haben wollt. Deswegen werde ich jetzt erstmal ein bisschen chillen. Aber ich habe auch schon den Rücksendungsprozess eingeleitet, was ich eigentlich bei Farfetch noch nie gemacht hatte. Und ich muss sagen,
ging relativ easy. Man füllt da ein bisschen was aus. Und das Coole dabei ist sogar, dass das Paket bei euch abgeholt wird. Ihr müsst also nicht irgendwo hinfahren, sondern der DHL-Bote kommt zu euch vor der Tür. Könnt ihr dann irgendwie so eine Zeitspanne angeben von 10 bis 13 Uhr. Ich glaube, 3 Stunden ist das Minimum. Wo ihr zu Hause seid, da kommt er vorbei und holt das Paket ab. Freunde, nichtsdestotrotz geht es jetzt für mich ins Office. Ich habe da ein paar Sachen zu erledigen. Ich muss ein bisschen arbeiten. Und später geht es dann noch zu Erdem, zu seiner neuen Wohnung. Und ich bin echt gespannt, wie es so geworden ist. Was? Normal, das muss cooler sein. Schon besser. Freunde, ich bin jetzt gerade im Office angekommen und habe hier schon gerade das Video für morgen vorbereitet, nämlich für Sonntag. Bin echt gespannt auf eure Reaktion. Das ist ein Format, was ich schon 2-mal gebracht habe und jedes Mal ist es relativ gut bei euch angekommen. Wollte eigentlich mal, dass ich hier so eine kleine Bürotour mache, so zeigen, wie es hier aussieht, was wir hier überhaupt machen. Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber ich würde vorschlagen, dass wir kurz den Teddy anrufen und fragen, ob er schon bei Erdem ist und da bei dem Umzug hilft. Ah ja, mega geil. Ja. Wo bist du gerade? Ich bin zu Hause noch, ich fahre gleich los. Alles klar, ab wann bist du denn bei Erdem? Ja, wenn ich gleich losfahre, so in 10 Minuten, dann bin ich in 14 Minuten da. Alles klar, gut, dann weiß ich Bescheid. Dann komme ich jetzt auch gleich, ne? Ja, moin. Alles klar. Mega geil. Mega, tschüss. Hammer. Ciao. Ja, Leute, wie ihr gesehen habt, macht sich jetzt Sally auch auf den Weg zu Erdem. Ich gucke hier dieses Interview noch zu Ende, was ich mir ja angefangen habe anzuschauen. Danach mache ich mir auch auf den Weg und genieße jetzt erstmal noch mein Käffchen. Ey, Alter, was ist denn hier los? Kannst du mir das einmal erklären? Das war... Du, ich glaube, du bist nicht handwerklich so begabt, ne? Saver! Saver, save! Freunde, ich bin jetzt gerade bei der neuen Wohnung von Erdem angekommen und wie ihr sehen könnt, hat sich einiges getan. Die Küche ist jetzt endlich da, die Wände sind angestrichen, es ist eigentlich alles fertig, bis auf die Inneneinrichtung, die fehlt natürlich. Aber ich bin jetzt gerade hier mit Telly unterwegs. Telly, wie geht's dir? Alles klar, Freunde. Mir geht's gut. Hammermäßig, Alter. Ich bin gerade hier am Streichen, die Heizung am Streichen, denn ich bin herber Handwerker. Das wisst ihr wahrscheinlich nicht, aber Leute, der Patrick hat dafür Talent. Und wie ihr sehen könnt, hat sich der liebe Erdem einen gelben Kühlschrank gekauft. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das stylisch findet oder ob das eher ein Fashion-No-Go ist. Ihr wisst... Fashion-No-Go. Ey! Guck mal, der ist am Pöbeln eiskalt. Was soll das? Eins muss ich auf jeden Fall noch loswerden. Ich bin herbster Handwerker und Telly kann eigentlich gar nichts. Das ist das neue Objektiv? Das ist das neue Objektiv. Sieht man jetzt mehr? Guck mal, wie viel. Guck mal, so war früher. Ey. So war früher. Guck. Krass. Jetzt so. Nein. Doch. Hammermäßig aber, ne? Ich hab das Video gesehen, Bruder. Ist geil, ne? Verfolgt doch immer wieder irgendwann. Ich krieg Benachrichtigung, ich bin direkt drauf. Bam, liken. Ich guck nicht mal. Geil. Ich weiß, das ist einfach fire. Fire! Der liebe Erdem bringt mich jetzt gerade kurz nach Hause. Hi. Und wir können ja dich ja mal kurz fragen, wie du deine neue Wohnung so findest. Bist du zufrieden bis jetzt? So, ganz ehrlich, meine Vorstellungen wurden übertroffen, mein Freund. Ja, Mann. Also die Wohnung sieht echt, echt gut aus. Ja, man hat die ganzen Möbelstücke, sorry, ich unterbreche zum zweiten Mal jetzt. Wenn man so die Möbelstücke jetzt so fertig gerichtet sieht, ja, man macht einiges schon her, ne? Ich bin echt gespannt auf das Endergebnis. So ein paar Sachen haben wir ja schon gesehen. Die Küche sieht baba aus. Und die Heizung habe ich Ast reingestrichen, weißt du, wie ich meine? Deswegen brauchst du da auf jeden Fall schon mal keine Sorgen haben, dass die irgendwie nicht vernünftig ist. Ja, ich danke dir. Also ich bräuchte noch Hilfe. Wenn ihr Bock habt zu arbeiten, könnt ihr auf jeden Fall mich anschreiben. Ja? Und dann werde ich mal alles aussortieren und dann den Besten dann auswählen. Und der kann mir dann beim Tragen helfen. Dankeschön. Für umsonst, versteht sie. Ja, auf jeden Fall. Nach einem langen Tag bin ich jetzt endlich zu Hause angekommen
Und was mich brennend interessiert, ist, wer von euch morgen Super Bowl guckt. Wer es von euch nicht weiß, morgen, also in der Nacht von Sonntag auf Montag, ist das Super Bowl-Finale. Für mich ist das immer eine Pflichtveranstaltung. Ich gucke mir das jetzt, glaube ich, schon seit 4-5 Jahren permanent an. Bleib da wirklich bis 5-6 Uhr morgens wach und guck mir das einfach. Ich gebe mir das einfach, ja, Leute. Und wer von euch gönnt sich das auch? Ich glaube, hier in Deutschland ist es zwar immer relevanter, aber mich würde echt mal interessieren, wie bei euch so die Lage aussieht. Guckt ihr das nicht? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ein anderer Punkt, wo viele danach von euch gefragt hatten, ist, wie es mit dem, ich hol's mal kurz, mit dem Fake-Sneaker weitergeht, beziehungsweise ob ich da schon irgendwelche Informationen gekriegt habe. Und Leute, jein kann ich euch sagen. Und zwar habe ich natürlich versucht, über PayPal mein Geld wiederzubekommen. Man kann dann bei der Transaktion einen Konflikt eröffnen, man muss den Grund angeben. Und wie ich das so verstanden habe, ist das dann so ein, ja, so ein Hin und Her quasi. Erst am Zug, dann bin ich am Zug und immer so weiter. Und ich hatte dann ein bisschen recherchiert und habe dann mal geguckt, was ich so machen kann. Und das Problem ist gewesen, dass wenn ich gesagt hätte, der ist fake, dass ich dann einen Beweis erbringen müsste, dass der auch wirklich fake ist. Das bedeutet für mich, ich muss in irgendeinen Laden gehen und sagen, hey, bitte zertifiziert mir das, dass das auch wirklich kein Originaler ist. Und ihr wisst den Struggle. Wir hier in Deutschland haben zwar, ich glaube in Hamburg und in Berlin und München ein Balenciaga-Store, aber bei mir in der Umgebung überhaupt nicht. Und wer gibt mir irgendwie so eine Art Gutachten, dass der auch wirklich fake ist? So auf die Schnelle ist das nicht so einfach hinzubekommen. Deswegen, wie gesagt, das sind nur Informationen, die ich im Internet gefunden hatte. Deswegen bin ich hergegangen und habe einfach gesagt, der Schuh ist nie bei mir angekommen. Anscheinend klappt das sogar. Denn, ja, wie gesagt, war ich dann am Zug, musste einen Grund angeben, warum ich den Konflikt eröffnen musste. Jetzt ist er in der Beweispflicht, dass er mir den Schuh zugeschickt hat. Und dann hat er da irgendwie so eine komische Sendungsnummer angegeben, die es anscheinend aber so nicht gab. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat er jetzt noch ein paar Tage Zeit. Ich glaube, insgesamt waren das 28 Tage, um halt die richtige Sendungsnummer zu schicken. Ansonsten sieht es eigentlich ziemlich gut aus, dass ich mein Geld, also die 330 oder 350 Euro, die ich für diesen Schuh hier gezahlt habe, dass ich die wiederbekomme. Aber bis es letztendlich soweit ist, Daumen drücken, meine Freunde. Und ich hatte auch schon mal nachgefragt, was ich mit dem Schuh machen soll. Ich glaube, ziemlich viele hatten dafür abgestimmt, dass ich den einem Obdachlosen schenken soll. Aber ich bin mir da unsicher, ob ich das wirklich machen soll, ja? Ich kann ja jetzt hier oben rechts nochmal eine Abstimmung starten, wo ihr nochmal entscheiden könnt, was ich damit machen soll. Und wenn ihr wieder sagt, hey, schenkt dem einem Obdachlosen, dann würde ich, ja, mit höchster Wahrscheinlichkeit hier diesen Balenciaga Print irgendwie mit einem Messer abmachen, sodass da auch irgendwie, ja, keine Konflikte entstehen. Und Freunde, wie hat euch dieser Vlog gefallen? Ihr wisst Bescheid, Daumen nach oben. Ich bin raus hier.